Ihr seid ja immer noch da. Chef, schaut es selbst. Ist alles aufgetaut. Die Schweine haben das Kühlaggregat auf Heizung gestellt. Die Menge war so alles abgetaut. Und das ist ja nichts mehr zu retten. Lass mich mal durch. Ach, Jungs, die sind ja hin! Sieh dir das an. Scheiße, Darius, wie konnte das passieren? Links, da hat jemand an der Kühlung rumgefummelt. Bei mir auch. Das ist eine riesengroße Sauerei. Oh. Ah. Na, was jetzt? Wie, was jetzt? Jetzt kannst du deinen Sieg auskosten. Du warst ja von vornherein gegen das Geschäft. Komm mit, ich muss dir was zeigen. Und ihr seht zu, dass der Mist hier verschwindet. Und zwar möglichst schnell. Komm. Jungs, an die Löffel! Kommst du eigentlich mit zum Scheidungstermin? Na, das fehlte noch. Himmel, ich weiß ja nicht, was man zu einer Scheidung anzieht. Was meinst du denn? Eher was Schlichtes oder dezent oder was Modernes? Mama, es ist mir ehrlich gesagt egal. Hier. Was ist das? Von Didi. Hat via Internet sämtliche verfügbaren Artikel über Mr. Ice rausgezogen. Wer ist Schneemann? Das ist der größte Konkurrent von Mr. Ice. Bei dem hat Jefferson noch bis vor einem halben Jahr gearbeitet. Ja, und warum erzählst du mir das? Lies die Artikel. Darin wird Jefferson beschuldigt, dass er die alten Kundenlisten von Schneemann als Einstich für den neuen Job bei Mr. Ice verwendet hat. Umgehung des Wettbewerbsverbotes. Und unsere Leute fahren jetzt die ehemaligen Kunden der Konkurrenz an. Und Schneemann versucht natürlich mit allen Mitteln, das zu verhindern. Tja, wie da aussieht, sind wir in Wespennest gestoßen. Ach, dieser verdammte Jefferson! Es ist jetzt wichtig, kühlen Kopf zu bewahren. Kühlen Kopf? Jefferson macht uns regresspflichtig und wäscht seine Hände in Unschuld. Hätte man den Vertrag mal nicht unterschrieben. Ja, ich weiß. Ich bin schuld. Zufrieden? Jetzt mach aber halblang. Geht doch nicht um Schuld. Schäme mich genauso drin wie du. Aber ich habe die Sache schließlich angeleiert, oder? Josef, du scheinst zu vergessen, dass uns die Firma gemeinsam gehört. Also werde ich die Suppe mit auslöffeln. Ob es mir passt oder nicht. Wie kommen wir da bloß wieder raus? Komm, Josef. Wir haben uns die Sache gemeinsam eingebrockt. Jetzt ziehen wir den Karren gemeinsam auch wieder aus dem Dreck. Gemeinsam? Ja, gemeinsam. Du traust mir das sowieso nicht. Ja, wer sagt das denn? Die anderen Fahrer sind wieder zurückgekommen. Wie es aussieht, ist an der Kühlung ihrer Fahrzeuge ebenfalls rumgefuscht worden. Scheiße. Pünktlichkeit war noch nie deine Stärke. Kommst sogar zu deiner eigenen Scheidung zu spät. Wie du wieder geschminkt bist. Viel zu üppig aufgetragen. Früher hat es dir gefallen. Da waren wir auch noch keine geschiedenen Leute. Noch sind wir es nicht. Aber bald. Und dann werde ich mir eine Frau suchen, die ordentlich treu und zuverlässig ist. Eine, die jeden Abend mit dem Essen auf mich wartet. Und dir die Hausschuhe nachträgt. Ja, das wird wohl das Beste für dich sein. Und weißt du was, ich suche mir einen richtigen Kerl. Nicht so einen pedantischen, spießigen Langeweiler, wie du einer bist. Wenn man es genau betrachtet, haben wir eigentlich nie zusammengepasst. Du musst wohl betrunken gewesen sein, als du mir einen Heiratsantrag gemacht hast. Nicht aus freien Stücken. Meine Mutter hat mich dazu gezwungen. Nimm die, eine bessere kriegst du eh nicht. So, hat sie das? Und ich fürchte, sie hatte recht. Weißt du, ich habe wirklich noch nie eine Frau getroffen, die dir das Wasser reichen kann. Bringen wir es hinter uns. Der Scheidungsrichter wartet. Okay.
Bringen wir es hinter uns. Wenn Ihre Spedition aus dem Vertrag aussteigen will, wird das nicht billig. Da wird die volle Konventionalstrafe fällig. Sie sind doch schuld. Sie haben doch den ganzen Mist zu verantworten. Herr Jefferson, ich glaube, das ist nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen. Das haben Sie unterschrieben. Mhm. Auch in Deutschland gilt ein Vertrag, wenn er von beiden Seiten akzeptiert wurde. Herr Jefferson, wenn ich bei einem Autokauf einen Vertrag unterzeichne und zu Hause dann feststellen muss, dass man mir einen Schrotthaufen angedreht hat, dann gebe ich den Waren zurück und der Vertrag wird ungültig. Na und? Weil ich den Waren unter falschen Voraussetzungen erworben habe. Und genauso ist es jetzt hier bei unserem Vertrag. Sie haben verschwiegen, dass Sie Mr. Ice die Kunden Ihres Konkurrenten Schneemann zugeschustert haben. Und dass wir nur die Prügelknaben in Ihrer Fehde spielen. Das müssen Sie erst beweisen. Das tut doch Schneemann schon. Der hat doch die Gerichte eingeschaltet, die gehen Sie ermitteln. Was? Das wusste ich ja gar nicht. Das steht in den Artikeln. Es ist noch nicht sicher, dass es zum Prozess kommen wird. Wenn nicht, dann werden wir Sie verklagen. Und ich glaube kaum, dass Sie dann hier noch ein Bein auf die Erde kriegen. Aber wir sind ja beide den langwierigen Prozessen interessiert, oder? Und was wollen Sie? Eine gütliche Einigung. Wir kommen für die verdorbene Ware auf, wenn Sie von Ihren Forderungen Abstand nehmen. Und der Vertrag? Wird mit dem heutigen Tag aufgelöst. Okay. Forget it. Unsere Geschäftsbeziehung ist beendet. Ich lasse die Auflösung des Vertrags noch schriftlich bestätigen. Mein großer Bruder, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Hey! Noch ein Wasser. Sorgt dafür, dass das Glas mir leer wird. Ich kann ohne Wasser nicht singen. Sonst noch was? Ja, Nee, ist schon okay. Einmal voll machen und deine Wasserpipeline für ein Lied singen. Wo sind denn die Schraders? Wir müssten längst da sein. Der Scheidungstermin war schon heute Nachmittag. Darf ich mal? Entschuldigung. Guten Abend. Guten Abend. Oh. Tja. Wer bekommt die Freiheitsstatue denn geschenkt? Herr oder Frau Schrader? Schöne, wo sind denn die frischen Schiede? Hoppala. Wusste ich, da ist so fettig. Wir warten auch schon alle. Mhm. Okay. Darf ich mal bitte? Dankeschön. Oh ja. Die Finger weg. Erst wenn die Schrader das Buffet eröffnet haben. Wer weiß, ob die überhaupt noch kommen. Vielleicht ist denen ja nicht mehr nach Feiern zumut. So eine Quatsch. Na los, eine Dusch, eine Dusch. Dusch haben wir gar nicht geprobt. Ach, aber da hat sie Musik. Tja, ihr Lieben. Also, wie ihr seht, ist die Tochter bereits geteilt, damit es nachher keine Probleme gibt, wer was mit nach Hause nehmen darf. Ne? So, ihr zwei. Scherben haben euch ja mal viel Glück gebracht, ne? Und deshalb dachte ich, für jeden von euch eine Hälfte, dann ist es Glück in Zukunft jedem von euch treu. Besser. Danke. Danke für den netten Empfang. Und danke dafür, dass ihr alle gekommen seid. Bei all den guten Wünschen. Da haben Wolfgang und ich uns gedacht. Ja. Als ob ihr es geahnt habt. Ja, nur sag es doch schon. Ja, ich sag es ja jetzt. Ja, was denn nun? Naja, wir haben uns ja nicht scheiden lassen. Tja, wir wollen es doch miteinander probieren. Es ist doch erst recht, um die Rund zu feiern, oder? Ja, ja, ja. Ja. Ja, Sportsfreund, du kannst uns gleich als Erster gratulieren. Naja, ihr beiden müsst ja wissen, was ihr tut. Ihr seid alt genug. Freust du dich nicht? Na klar, und wie? Aber tut mir einen Gefallen und lasst mich in Zukunft in Ruhe, wenn bei euch wieder die Tassen fliegen. Ach, bei uns werden keine Tassen mehr fliegen, nur noch die Teller. Und
für eure Beziehung kann das nur gut sein, ne? Herzlichen Glückwunsch noch einmal, ne? Ja. Und alles Gute, ne? Danke. Tja, Musik! I just said to myself, take this chance and you'll be free. Turn around, read the sign, take a deep breath, come on, smile, and you'll see what could be. When you have no problems yet, let me stay for a while, running out of gas. You know, on a day like this, 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 I would die for you. Herr Krings, wenn nichts mehr ist, ich mach dann Feierabend. Natürlich. Brauchst du nicht mehr. Ich gehe noch auf die Party bei den Schraders. Tun Sie das. Wollen Sie nicht mitkommen? Ein bisschen Ablenkung würde ihm bestimmt ganz gut tun. Mir ist wirklich nicht nach Feiern zumute. Aber Ihr Bruder hat doch das ganze Problem mit Mr. Ice gut geregelt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Und was damit? Wir haben 12 Kühlwagen geleast und keinen Auftrag mehr. Wovon soll man jetzt die Leasingraten bezahlen?